Ich will 7000 Kilometer mit einer Schrottkarre durch Osteuropa fahren und der Männerwelt beweisen, dass man nicht viel Geld ausgeben muss, um sich ein geiles Auto zu holen und damit auch geile Erfahrungen zu machen. Und aus diesem Grund habe ich mich auf die Suche nach einem geilen Auto gemacht. Wir hatten sogar schon ein Auto gekauft, was wir dann aber wieder zurückgeben mussten, weil Papiere gefehlt haben für die Zulassung. Das Ganze wurde unglaublich knapp, aber dann haben wir doch noch eine Karre gefunden. Einen schwarzen VW Lupo Rave mit gerade mal 50 PS. Und die Karre hat augenscheinlich einen guten Eindruck gemacht, also gesagt, getan, gekauft. Das Ding ist, ich habe wirklich mechanisch von Autos absolut gar keine Ahnung und deswegen habe ich es zum Kollegen gebracht und der hat die Karre erstmal mit einem Gabelstapler angehoben, damit er überhaupt drunter gucken kann. Ja. Hast du gute Neuigkeiten für mich? Wir haben eine lange Nacht gemacht für dich. Jetzt bin ich sehr gespannt hier. Oh, okay. Klingt doch noch nicht mal wie eine Shitbox. Okay, krass, Alter. Das klappert nicht mehr so direkt unter einem. Hört sich wie ein sauberer Sportauspuff an. Aber diese Karre sieht echt noch ein bisschen schrecklich aus. Ich habe hier ungefähr so hier, könnte es aussehen. What the fuck? Wir zeigen es direkt an der Karre. Wir zeigen es direkt an der Karre. Was sagst du so? Wir sind fertig. Ein Carporn kommt aber erst morgen bei Sonnenlicht. Oh, wer ist da denn? Jonathan, ach, das ist ja das Design. Das ist doch final so. Das ist ja. Ey, ist ja ein richtiger Lookalike hier. Wer ist das auf dem Auto? Wir haben jetzt halt alles, was wir für die Rallye brauchen. Wir haben ein Wurfzelt, wir haben Schlafsäcke, ich habe zwei 20 Liter Wasserkanister, ich habe nochmal einen richtig fetten Benzinkanister gekauft. Dann habe ich noch Notfallproviant, ne, Vario-Reispudding und Proteinpulver, dass wir notfalls uns irgendwie mit kaltem Wasser was zu essen machen können. Von Notfallrucksack habe ich so eine richtig fette Camping-Outdoor-Akku-Box bekommen. Und dann haben wir noch eine ganze Tasche voll mit Kamera-Equipment. Ne? Also ich glaube, dieser Lupo war in seinem Leben noch nicht so voll beladen. Aber auch eine Frage, also ich bin jetzt ja gerade neu zugekommen und du hast ja jetzt schon 1000 Kilometer bist jetzt schon gefahren mit dem Lupo. Ja, welche Probleme hat man eigentlich jetzt? Also wie kann ich mich jetzt vorbereiten? Jonte, du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Nein. Dadurch, dass das Auto so tief liegt, der Radstand so kurz ist und so weiter und so fort, die Gangschaltung so ein bisschen älter ist, du musst dich sehr konzentrieren beim Fahren. Jede Bodenwelle ist so tuff, tuff, tuff. Zweitens der kleine Tank, ne? Und ich weiß nicht, wie hoch der Spritverbrauch ist, aber du musst halt wirklich alle 300, 400 Kilometer tanken. Und das dritte, Digga, und das unterschätzt man wirklich, wir haben eine Mindestaußentemperatur von 35 Grad. Und wir haben keine Klimaanlage in der Karre. Das ganze Ding ist schon durchgeschwitzt. So. Das ist wirklich, also das, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Wie schaffen wir es dann für die nächsten 14 Tage? Jonte, jetzt wo du hier mit mir auf der Rallye bist, hier musst du mal hier die Sergei Soap ausprobieren. Diese gesamte Rallye ist gesponsert von meiner eigenen Seifenmarke Sergei Soap. Eine Seife, die aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Keine Chemikalien wie im normalen herkömmlichen Shampoo, was deine Haut reizt, deine Potenz verringern kann, was krebserregend ist und so weiter und so fort. 100% natürliche Inhaltsstoffe. Und ich möchte mich bei jedem Fan da draußen bedanken, weil nur wegen euch Fans der Marke Sergei Soap kann ich solche Projekte, solche Challenges hier stemmen. Und ihr fragt mich ständig, wann endlich neue Sorten rauskommen. Und jetzt, am 29.07. um 10 Uhr, ein Samstag, werden wir den Vorverkauf der neuen Haircare-Seife mit dem Geruch herbe Vanille starten. Mit dem Code LUPO10 könnt ihr maximal sparen. Und das Ganze ist ein Shampoo und Conditioner in einem. Das heißt, ihr bekommt weiches, samtiges, geschmeidiges Haar, vor allem wenn ihr längere Haare habt. Probiert's aus, lasst euch überzeugen und jetzt geht's weiter mit der Rallye. Weißt du, was das heißt? Ich mache jetzt eine Challenge. Mit diesem Auto, was so viel Pferdestärke hat wie noch nie, machen wir jetzt eine Challenge 0 bis 100. Ach du Scheiße. Ja? Wollen wir wissen, was hat denn der? 17,7 Sekunden. Wenn wir das überhaupt also annähernd schaffen. Reifen sind warm. Bist bereit? 3, 2, 1, go. Zweiten Gang auf die 60 hoch und hoch. Schaffen wir das. Geschwindigkeit offen und ich zahle hoch in den vierten. Wir sind 80 offen. Das tut ja mit 300. Ja, Gottes Willen. Und, warte. Und, komm, Junge. 100. 100. Ja.
Was haben 30? 29 war das, 29. Scheiße. Mehr als 10 Sekunden als online angegeben. Aber es war auch kurvig und leicht bergauf. Es sind jetzt nur noch 2,5 Stunden bis zum Treffpunkt der Rallye. Wir wollten eigentlich viel früher ankommen. Wir sind jetzt wirklich am Arsch der Welt, obwohl wir halt noch in Österreich sind. Also es geht noch mehr zum Arsch der Welt die nächsten Tage. Ich muss sagen, ich bin jetzt so ein bisschen nervös. Ich habe keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Werden jetzt diese ganzen Karren stehen? Werden die Leute noch wach sein? Werden die uns judgen? Oder werden wir sie judgen? Da ist jemand, da pennt jemand, oder? Weiß nicht. Die haben ja richtige... Digga! Die haben ja sogar Ersatzreifen auf dem Dach und so. Und wir haben auch so ein scheiß Auto. Ein richtiges Scheißauto. Guck mal, Digga, was, das ist ein fucking Transporter. Entschuldigung, Camper. Mhm. Ist das eure Karre? Mhm. Habt ihr eine Klimaanlage? Ah. Was sind so die Features, die Special Features von deinem Auto? Hast du mal irgendwelche negativen Bekanntschaften mit Tieren gemacht? Nee, also in Rumänien soll es ja Bären geben. Oh. Why are you running? Aber ihr pennt in den Zelten, also das ist nur für Kommunikation hier. Genau. Für regenfreie Kommunikation. Okay, krass. Lebt ihr hier oder fahrt ihr die Rallye? Wow, das suchen wir uns noch aus. Alter. Können wir die Tage vielleicht bei euch auch wohnen? Mit Unterzimmer mehr? Es gehen jetzt alle hier zum Startpunkt. Das ist im Vergleich unsere Karre, ne? In 3 Minuten geht's los, Alter. Wenn ihr sehen wollt, wenn wir dieser Challenge annehmen, in dem kleinsten Auto, wenigsten PS, ohne irgendwelche Dachträger, diese Challenge zu überleben, dann folgt jetzt diesem Kanal. Die haben alle so richtige, die sind richtig dialed in so. Mit Boxen oben drauf, Ersatzreifen, Betten. Ein fucking Lupo, Alter.